Jahren. Die Holle von Verdun, die wohl schrecklichste kriegerische Auseinandersetzung im gesamten Ersten Weltkrieg. Oder an den Zweiten Weltkrieg, der über 70 Jahre zurückliegt. An den Ort Hiroshima und den ersten Atombombenabwurf, der am vorletzten Freitag von Präsident Obama besucht wurde. Noch immer charakterisiert dieser Zweite Weltkrieg unser Deutschland im Ausland sehr stark. Dass gestern an diesem Ort hier auf dem ehemaligen Friedhof von Wallersloh beschreibt die Erinnerung an einschneidende Ereignisse, an Menschen aus Wallersloh, die durch Gewalt oder verbrecherische politische Machtverhältnisse sowie kriegerische Auseinandersetzungen weit entfernt von zu Hause ihr Leben verloren haben. Wallersloh geht in einer Tradition, auch gerade als Schützenverein von heute, verpflichtet sind. Jeder von uns weiß, dass Vergangenes unwiederbringlich und unveränderbar ist. Es ist vorbei, verlebt. Jedoch leben wir aus unserer Vergangenheit. Gegenwärtiges und Zukünftiges wird bewusst oder unbewusst von dort her beeinflusst und bestimmt. Vom Gestern zum Heute. Der Lebensrhythmus des 21. Jahrhunderts ist ein ganz anderer als der in der Vergangenheit. Die Gegenwart nimmt uns heute fast alle in anderer Weise in Anspruch. Fühlen wir uns doch oft fremdbestimmt durch iPhone, SMS oder WhatsApp. Der Sachsenbischof Georg Daniel Deutsch hat uns den Satz: Die Vergangenheit ist die Lehrerin der Zukunft, wer ihre Stimme nicht hört oder nicht hören will, ist schon gerichtet hinterlassen. Hör auf die Stimme, hör, was sie sagt, sie war immer da. Startet uns heute ein hitverdächtiger Ohrwurm der deutschen Popsänger Mark Foster und dem Felix Jähn entgegen. Mit diesem Lied sind wir in heute. Vielleicht kann man in diesem Musikstück auch diese Stimme hören, die Stimme der Vergangenheit, aus der wir lernen sollten. Das Böse hat keine Chance, wenn wir aus der Geschichte nur die nötigen Lehren gezogen hätten und die Geschichte als Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen genügend gehegt und gepflegt hätten. Doch wie ist das heute? Die Welt hat noch keinen Frieden gefunden. Die sogenannten neuen Medien bringen uns täglich Bilder von Gewalt, Terror und Tod mehr denn je. Bis an den Rand der Sofagarnitur, auf der wir gemütlich verweilen. Erneut herrscht Krieg vor unserer Haustür in Europa. Was im Osten der Ukraine geschehen ist, ist Krieg. Kein offener zwar, den sich zwei souveräne Staaten erklärt hätten, aber dennoch ein Krieg. Und am Rande Europas, in Syrien, im Irak, toben weitere Kriege. Die Skepsis gegenüber Europa ist gewachsen. Und die europäische Einheit, die eine Grundlage für 70 Friedensjahre auf dem Kontinent geboten hat, scheint manchmal auf dem Spiel zu stehen. Und so fragt man sich heute, wo ist das Verbindende? Was kann ich heutzutage noch Einheit stiften? Unsere Welt steht vor Fragen, die Ängste hervorrufen können. Die Zukunft. Aus meiner Sicht ist es möglich, aus der Vergangenheit für die Gegenwart und die Zukunft so zu lernen, dass unsere Gemeinschaft im Großen wie im Kleinen hier vor Ort nicht auseinanderdriftet. Die Würde des Menschen ist unantastbar, sagt der Artikel 1 unseres Grundgesetzes. Wir haben das Glück, in einem Land zu leben, in dem diese Grundaussage die Verfassung bestimmt. Doch was ist heute? Von Afghanistan bis Venezuela herrschten im vergangenen Jahr etwa 10 Krisen und Konflikte weltweit, die eine internationale Stabilität bedrohen. Die Kriege von heute töten
und verbreiten in einem immer größeren Ausmaß und scheinen im Vergleich zu früher schwieriger zu beenden. Die Machtverhältnisse werden unklarer. Die Tageszeitung titelt am Ende letzten Jahres: Die Weltkarte der Kriege ist so blutig wie noch nie. Und wenige Tage später wünschen wir uns ein frohes neues Jahr. Reden hilft. Es gibt auch Lichtblicke in diesem Zusammenhang. Ich erinnere an die Verhandlungen mit dem Iran, Kolumbien oder die Beziehung zwischen den USA und Kuba. Flüchtlinge fordern von uns heute den Wadersohn heraus, verlangen eine Position von uns. Sind wir bereit, jemanden aufzunehmen? Wollen wir eine unsere Turnhallen hergeben, wenn jemand ein neues und krisensicheres Zuhause bei uns sucht, der vielleicht von Not, Angst und politischer Verfolgung seine Heimat verlassen hat? Können wir uns über eine leerstehende Flüchtlingsunterkunft freuen? Ein Verein von 1400 Schützen steht mit der Begeisterung für ein gemeinsames Hobby, für ein Ehrenamt, die Tradition, das soziale Engagement für die Heimat. Mit all diesen Dingen, die uns nationenübergreifend verbinden, können Grenzen und Vorurteile überwunden werden. Das Schützenwesen kann ein Vorbild für viele Gesellschaftsbereiche sein und klar zeigen, dass es mehr Verbindendes als das Trennendes in Europa gibt. Dessen gilt es sich insbesondere in dieser Stunde bewusst zu werden. Noch einmal, hör auf die Stimme. Sie ist unsere Erkenntnis, wenn wir auf die Stimme aus der Vergangenheit als die Lehrerin der Zukunft hören, kann dies keine andere sein als sie. Nie wieder darf geschehen, was geschehen ist. Nie wieder dürfen Menschen wegen ihrer Herkunft, ihres Glaubens, ihrer Nationalität, ihrer Hautfarbe verfolgt, diskriminiert oder gar zu Tode gebracht werden. Dabei wird keiner in seinem Denken, Glauben und Zweifel, in seinem Tun und Lassen der Verantwortung enthoben. Diese Feierstunde am Ehrenmal hat am Sonntagnachmittag einen festen Platz im Programm unseres Schützenfestes. Mit unserer Kranzniederlegung hier am Ehrenmal im Park dokumentieren wir deutlich mehr. Unseren Vorgängern im Schützenverein bin ich heute dankbar, dass sie uns diesen Weg in den Park am Schützenfest gezeigt haben. Die Führungslinie des Schützenvereins St. Margarethen gehört heute nicht mehr zu den Menschen, die die Kriegs- und Nachkriegszeit miterleben mussten. Dennoch weiß ich, dass viele von ihnen, die heute mit uns am Ehrenmal stehen, diese Zeit erlebt haben und nun ganz andere Gedanken und Gefühle in sich tragen. Vieles berührt uns in dieser Stunde. Der Vater, der sein Bein im Krieg verlor, der Opa, der erst nach Jahren und nur mit seinem Enkel über die Erlebnisse des Krieges sprechen konnte, sonst nie. Der jugendliche Radfahrer aus Wadersloh, der bei den vorgegebenen Verdunklungen tödlich verunglückte. Der Nachbar, der aus dem Krieg nie zurückkam und dem es kein Grab gibt und vieles mehr. Wir stehen für ein Miteinander in der Großgemeinde Wadersloh. Das zeigen nicht nur die Besucherzahlen unseres Schützenfestes, auch der Fahnenschmuck im Ort, der bis in die Bauernschaft und andere Ortsteile hineinreicht und vieles mehr. Dieses Ehrenmal soll jeden von uns daran erinnern, den Frieden zu bewahren, sich für ihn einzusetzen und die Einheit in Europa und der Welt voranzutreiben. Gestern, heute und auch morgen. Zum Gedenken an unsere verstorbenen Vereinsmitglieder, aller Opfer von Krieg und Gewalt, damals wie heute, legen wir nun einen Kranz am Ehrenmal nieder. Kranzniederlegung, Bataillon, stillgestanden.
Gleichschritt, Marsch!